Ihr lieben süßen Menschen, ich habe ja irgendwann die Tage oder die Wochen oder so mal meine Schminksammlung gezeigt. Ihr kriegt ihr jetzt noch mal einen kleinen Einblick und ihr seht, die Fächer sind relativ leer. Und warum das so ist? Muttern hat die klattert. Ich habe rausgeschmissen. Und wenn ihr sehen wollt, wie das geworden ist, dann bleibt bitte bis zum Schluss dran, weil ja, es war eine Menge. Bis gleich. Auf geht es zum ersten Declutter-Video bei mir auf dem Kanal überhaupt. Wir gehen den Schrank durch. Wenn es ein bisschen zittert, liegt es daran, dass ich die Kamera in der Hand halte, weil ich das sonst nicht hinkriege. Ich habe hier ja, ne, ihr wisst, ganz schön viel Schränke. Dann gehen wir Schublade für Schublade durch. Das hier unten ist eigentlich meine Backup-Schublade. Da werde ich nicht viel rausräumen, weil genau hier ist ja das drin, was ich als Nachschub verwende. Ob das jetzt von Simple ein Augen-Make-up-Reiniger ist. Hier ist alles Mögliche drin. Hier ist noch von Santé ein Produkt drin. Hier sind Sprays drin. Viele Sachen, die ich im Sommer verwende, die noch haltbar sind, die ich noch verwenden kann. Hier ist zum Beispiel noch ein Duschschaum. Da ist mein Sonnenschutz, weil ich verwende ja meistens nur diesen hier und alles Mögliche. Ihr seht, hier habe ich Make-up-Remover-Tücher. Die brauche ich immer, um die Finger abzuwischen, wenn ich irgendetwas tue. Also alles Mögliche, meine Taschen, Handcremes, Masken, Schwämme, alles drin, was man so braucht. Und darum, hier kommt nichts raus, außer vielleicht, huch, der. Genau, der kommt jetzt raus. Zack, ich habe da eine Kiste stehen, da kommt alles rein. Oha, in der zweiten Schublade von unten ist schon ganz schön was los. Aber auch hier alles Produkte, die ich verwende, die aktuell sind. Hier habe ich Sachen, die ich noch austesten möchte. Die Sachen, die ich schon probiert habe. Kleber, Wimpern von Catrice. Dann habe ich hier magnetische Wimpern, die ich noch nie benutzt habe. Hier habe ich welche, also alles, was ich so noch rumliegen habe, Ersatzspiegel, Tücher, Masken und Warenproben. Hier sind meine ganzen Serien bzw. von The Ordinary, die Produkte, alles, was ich mal so ausprobiert habe, was in Boxen drin war. Also ein Zeug, da ist sogar noch was original verpackt. Von Caudalie liegt da noch was. Warum liegt das denn da? Was ist das denn? Das ist eine Augencreme von Caudalie. Warum liegt die hier drin? Die gehört doch auf meinen Tisch. Die wird aus der Schublade aussortiert, kommt aber woanders hin. Oha, guck dir das an. Also hier kommt einiges raus. Ich werde das alles sammeln und dann werde ich erstmal meine Töchter fragen, was die davon haben möchten. Und der Rest wird halt verschenkt oder was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich. Hier sind Foundations. The Ordinary, die muss ich nochmal ausprobieren, weil die ist ziemlich hell. Mal gucken, wie sie ist. Von Bourjois, die CC Cream für den Sommer. Die Revlon Full Cover muss leider gehen, weil ich mag kein Full Cover. Sieht bei mir auch blöd aus. Kommt also in die Kiste. Dann habe ich hier noch von Max Factor Lasting Performance. Die ist aber noch gut und die brauche ich noch auf. Von Terra Natrum Silk Matte Foundation Soft Sand. Viel zu dunkel für mich und die kann gehen. Dann habe ich Manhattan Endless Perfection, mag ich. Für den Winter meine Manhattan, die in den Jahresfavoriten war. Dann habe ich noch die Fit Me Foundation, da bin ich immer noch am Überlegen. Weil sie ist normal für normal bis trockene Haut, aber irgendwie ist die mir trocken. Aber ich behalte sie erst noch. Dann habe ich die Essence Fresh and Fit. Da habe ich auch den passenden Concealer zu. Muss ich mir auch noch überlegen. Die probiere ich nochmal aus. Relativ neu habe ich ja diese Perfect Match, die behalte ich. Dann habe ich von Bourjois die Halsey. Found the Tan Gel, das ist mit Booster Gel Foundation, 16 Stunden haltbar, muss ich mir noch überlegen.
Von Preise hatten wir ja erst ein Filmchen drüber, die mag ich richtig gerne und die bleiben auch beide. BH Cosmetics ebenfalls in meinen Jahresfavoriten. Und natürlich, die sieht jetzt wirklich angegabbelt aus, meine Estée Lauder, da fliegt nichts. Das hier fliegt, das ist ein Sculpting-Make-up. Ich mochte es, als ich den Film gedreht habe, aber es ist mir insgesamt, weil meine Haut nicht mehr so trocken ist, wie sie war, ist es mir zu matschig. Ist das das richtige Wort? Auf jeden Fall wird sie aussortiert. Dann habe ich hier von Revolution Pro diese Foundation Drops. Die kann man einmischen oder auch pur verwenden. Sie haben so einen recht hellen Unterton, der mir aber zu hell ist. Auch die muss leider gehen. Was habe ich hier denn? One Week in Ibiza muss bleiben für nächstes Jahr, wenn ich wieder dunkler bin und halt so ein bisschen Bräune im Gesicht haben möchte. Dann habe ich hier Avril Le Fond de Teint. De Teint ist ein Bio-Make-up. Habe ich mich noch nicht genug mit beschäftigt, werde ich mich noch mit auseinandersetzen. Und ich habe von IT Cosmetics die CC Oil Free Matte Foundation. Hat viel Geld gekostet, habe ich mir ganz am Anfang gekauft. Und da habe ich noch nicht gerallt, dass Matt bei mir nicht geht. Die ist Full Coverage. Es ist noch was drin, nicht mehr so sehr viel. Die ist ein Jahr alt und sie darf jetzt gehen. Kommen wir mal zu dem zweiten Fach. Das liegt falsch. Hier sind BB-Creams und CC-Creams drin. Da habe ich einmal von L'Oréal den C-Magic Skin Perfector BB-Cream Tint Optimizer. Ich bin mir nicht sicher, muss ich mir nochmal anschauen. Dann haben wir von Astor die Lift Me Up BB Cream. Die darf jetzt gehen, weil die ist auch schon älter. Ich stell mal die Kiste mit den Sachen, die gehen dürfen, hier rein. Und dann können wir das da gleich reinpacken. Die darf gehen. Dann habe ich die Vital Soja Anti-Age von Nivea. Die finde ich richtig gut. Die bleibt. Meine beiden Tinted Creams bleiben natürlich auch von Essence. Und dann habe ich hier Prime Refine von Catrice, ein Transformer Drop Produkt. Das bleibt, weil da muss ich gucken, was im Sommer passiert. Und ich habe von Nivea die Essentials BB Cream ganz wenig benutzt. Sind 24 Stunden Feuchtigkeit, ist ein Blemishbalm. Gefällt mir ganz gut, aber ich benutze es nicht. Also darf es gehen. Jetzt kommen wir zu dem Primer. Den behalte ich auf jeden Fall. Das wisst ihr. Moment, das muss da mal wieder rein. Den behalte ich auf jeden Fall, weil den mag ich richtig gerne. Den Revlon mag ich richtig gerne. Wir machen das hier mal ein bisschen schneller. Your Better Work bleibt. Jetzt habe ich den Douglas Primer wieder entdeckt. Das heißt, ich habe ihn in Videos gesehen und der wird echt ziemlich gehypt. Das ist nämlich ein Hyaluron Primer. Den behalte ich auch erstmal. Von Benecos habe ich den Naturprimer behalte ich. Was aber pflegt, ist dieser hier. Das ist, glaube ich, ein koreanisches Produkt. Den habe ich schon so lange. Ich weiß nicht, ob der noch gut ist. Dann habe ich hier von Trend It Up Export Pore Primer. Den habe ich geliebt und gemacht und getan. Ihr seht, es hit the pan. Aber er darf jetzt gehen, weil ich auch andere Porenprimer habe. Ich habe den Hydrating und Perfecting Primer von Essence. Den behalte ich in jedem Fall, weil der macht richtig Glow. Ich habe von Astor Skin Match Protect Primer. Der darf auch gehen. Der hat Sonnenschutzfaktor 25. Muss ich gucken. Und ich habe von The Ordinary den Ölprimer. Den behalte ich in jedem Fall, weil der hilft mir, wenn die Foundation ein bisschen trocken ist. So, kommen wir zu der Kategorie, wo wirklich viel gehen muss, weil Camouflage Concealer sind nicht meins, darum darf dieser gehen. Das ist von Essence der Waterproof Vitaminkomplex Camouflage Primer, der darf gehen. Von Freedom darf der Primer gehen, keine Ahnung, Primer, Concealer habe ich nie benutzt.
Das ist der Manhattan Make-up Concealer, den benutze ich. Hier ist natürlich mein absolutes Lieblingsprodukt von HelloFab, muss natürlich bleiben. Dann habe ich von Art Deco den Perfectin Concealer, der darf natürlich bleiben. Dann habe ich hier das Liquid Camouflage Catrice Under Eye Primer, da habe ich sogar zwei von, aber den behalte ich erstmal noch. Stay Natural Concealer darf gehen. Den behalte ich, weil der ist richtig gut von Astor. Der bleibt natürlich auch, ihr wisst es. Von NYX, der Can't Stop, Won't Stop Concealer darf gehen. Der ist mir zu hell und der wird auch trocken unter meinem Auge. Von Catrice, der Camouflage Primer darf gehen. Warum sage ich Primer? Concealer. Seht ihr, hier habe ich noch das zweite von dem Camouflage. Da bin ich mal gespannt, ob ich das überhaupt noch benutze. Age Perfect von L'Oreal darf bleiben. Der Fit Me Concealer darf gehen. Und der Fotofocus Concealer Corrector von Wet n Wild darf auch gehen. Den benutze ich nicht. Und das hier ist ein hyperallergenes Produkt, darf aber auch gehen, weil auch das benutze ich nicht. Das ist bis jetzt der Zwischenstand und ich finde, das ist schon ganz ordentlich. Das sieht doch schon viel besser aus. Jetzt kommen wir mal hierzu. Hier habe ich auch nochmal Make-up Primer von Kybest mit so Goldglitzer drin. Habe ich nie benutzt. Einmal nur zum Ausprobieren. Da war er ganz schön, aber der darf gehen. Ich habe von O2O den Rose Gold Elixier Primer. Den behalte ich erstmal, weil den finde ich schön, weil der macht so ein festliches Glow. Festlichen Glow. Dann habe ich von Moor Pro Base Öl Primer. Der darf gehen, weil ich habe ja den hier noch von The Ordinary, den mag ich lieber. Ich habe von Catrice den Serum Primer, den behalte ich. Und ich habe von Elf die Booster Drops, die habe ich auch noch relativ neu, die bleiben. Und ich habe von Rival de Loup diesen ja, Primer, dieses kleine Gedöns, darf auch gehen, mag ich nicht. Haben wir hier auch schon mal ein bisschen weniger, dann kann ich das da mit reinstellen. Haben wir mehr Ordnung. So, jetzt kommt auch das Fach des Dramas. Ihr wisst es, ne? Also das sind meine ganzen Augenbrauenprodukte. Der bleibt, klar. Den habe ich neu, den teste ich gerade. Und zwar ist das von Essence Super Last. Ihr seht, es soll 24 Stunden halten. Farbe passt mit einem Spitzer dran. Dann habe ich von Catrice Brocom Pro. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Moment. Das war der mit dem hier. Das mag ich nicht. Wird entsorgt. Dann habe ich von Avril. Da muss ich auch mal gucken. Da wusste ich jetzt wegen der Farbe nicht mehr so genau. Sieht mir aber gut aus, behalte ich, weil das ist ja auch biozertifiziert. Dann habe ich von Alverde diese Mascara, die so pudrig war. Da weiß ich immer noch nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Die werde ich nochmal an anderer Stelle testen. Ich habe von Sleek, auch mal gucken. Moment, da ist die Bürste. Oh, ich habe es gleich, ich habe es gleich. Ach, das war dieses dreieckige Ding und der war, glaube ich, sehr rötlich. Ich glaube, der kommt weg. Oh, Augenbrauen sind bei mir nicht leicht. Dann habe ich von Rival de Loup diesen braunen, der passt farblich gar nicht, der kommt weg. Ich habe von Revolution Pro, auch da muss ich mir die Farbe nochmal angucken. Oh, der sieht gut aus, ne? Guck, der hat so eine ganz feine Spitze, steht gerade nicht scharf, aber egal, da müssen wir jetzt durch. Den behalte ich erstmal noch. Dann habe ich von Catrice Brow Comp. Ja, ich wusste es jetzt eben nicht. Das habe ich zweimal. Oder? Na, jedenfalls kommt der auch weg. So. Und da unten ist was noch drin von Essence. Das behalte ich. Und das kommt da wieder rein. Das kommt da wieder rein. Und schon haben wir Ordnung. Und so sieht die Klatterkiste bis jetzt aus. Nächstes Fach.
Alle Puder, Gesichtspaletten, Bronzer, Highlighter, Blushes und so weiter und so weiter drin. Da wird auch einiges fliegen. Und zwar zum ersten. You Better Work ist bei mir ja, ne? Favorite, aber ich mache keine Farbkorrektur im Gesicht und darum darf das gehen. 183 Days, die Mix and Match Drops, das ist auch so eine Farbkorrektur, mag ich nicht, kommt weg. Was habe ich denn hier, Süßes? Ich weiß es nicht, das behalte ich. Dann habe ich hier noch so ein Ding von Trend It Up, da sollen die Nägel vom Weiß werden, bei mir nicht, kommt weg. Hier habe ich ein Lift Intense, irgendwas Gedöns. Das kommt jetzt auch weg, weil schon ziemlich alt. Das ist noch ein Backup von einem Puder. So, bei den Rouge-Produkten. Das wird nicht leicht. Blush. Models Own. Also vom Blush kann ich mich schwer trennen. Das ist nicht so leicht, weil davon finde ich einige richtig gut. Ach, hier haben wir einen Baked Blush. Moment, ich mache den mal auf, wenn ich es hinkriege mit einer Hand. Ah, guck, Deckel ist auch kaputt. Der kommt weg. Das will ich nicht mehr. Essence Matte Touch Blush. Den verwende ich nicht. Den habe ich, glaube ich, einmal geswatcht. Der kann auch weg. Den mögen meine Kinder bestimmt viel lieber. Hier habe ich jetzt zwei Stück von My Little Beauty. Das ist das, was in der Beauty Box drin ist. Den einen verwende ich gerne als Blush und den anderen verwende ich tatsächlich als Bronzer, weil die dürfen mal bleiben. Dann habe ich von Bourjois diesen Stift. Der ist was für den Sommer, weil der ist eine ganz tolle Farbe. Ihr seht sie hier. Ich komme nicht. Aprikot, rosa, eine tolle frische Farbe. Ja, von Catrice ungefähr das gleiche und darum kann das weg. Dann habe ich meinen absolut Lieblingsblush. Ihr habt den schon sehr, sehr oft gesehen. Der darf natürlich überhaupt nirgendwo hin. Dann habe ich diese Creme Blushes. Die entsorge ich jetzt, weil die sind bestimmt schon 2 Jahre alt. Entschuldigung. Und ich habe hier einen Lippenstift drin. Warum, weiß ich nicht. Da muss ich mich noch mal drum kümmern. So, da ist ja nicht mehr so viel. Aber da kommt die wieder rein und alles ist schön. Und der kommt, nee, der kommt auf den Tisch. Hauptsache, ich werfe den jetzt nicht weg. Hier haben wir Revive the Loop, den Bronzer. Moment. Warum der bei dem Blush drin ist, weiß ich nicht, aber es könnte Platzmangel sein. Den Catrice Blush behalte ich und den von Love natürlich auch. Hier ist meine Lieblingspalette, wo alles drin ist. Auch ihr habt sie schon öfter gesehen. Na, da oben bin ich. Da ist sie. Dann die Cheek Leaders bleibt natürlich auch und das habe ich neu, das muss ich noch testen und darum ist es hier drin. Hier habe ich den Puder, der da hinten nochmals Backup ist. Die Silk Edition von Bourjois darf bleiben. Von Paillasse das auch. Hier habe ich noch mehr Bourjois. Was gehen darf, ist das Matte Fixing Powder, weil Matte ist nicht meins. Das habe ich auch nicht so häufig verwendet und komm, geh auf. Da. Also das ist wirklich, ja, naja, tschüss. Dann habe ich das Physicians Formula, dann habe ich mein Art Deco Fixing Powder, ihr kennt es. Dann habe ich mein All About Matte, das mag ich immer noch, gerade im Sommer, wenn es warm ist. Das habe ich auch noch mal in der You Better Work Funktion. Und dann habe ich hier noch Catrice und Caviar Rouge, die dürfen alle bleiben. Sind wir bei dem Bronzer. Hier hinten habe ich noch eine Gesichtspalette von You Are. Ups, die muss ich mal weiter nach vorne holen, weil die ist nämlich echt schön. Schaut mal, die ist richtig toll, oder? Die muss ich mal weiter vorne einsortieren.
So, jetzt machen wir hier mal weiter. Das ist der Catrice Jahresfavoriten, den mag ich total. Wir sind bei Bronze. Und das ist der Glow, den ich mir in England gekauft habe. Jetzt zeige ich euch mal. Das ist der, der so, ne, den habe ich einmal benutzt, der wird aussortiert. Dann habe ich den Essence Matte Bronzing Powder, das ist ja dieses Riesengerät. Der wird auch aussortiert. Den mochte ich gerne, den habe ich auch viel verwendet. Jetzt kann er gehen. Dann habe ich von Wet n Wild das Bronzerpuder, das benutze ich auch nicht, kann auch gehen. Guck, es wird schon weniger. Der bleibt, klar. Der ist kaputt, der kann gehen. Der kam schon kaputt an, erinnert ihr euch? Den behalte ich, das ist der Natural Glow, den finde ich gut. Und den von Physicians Formula behalte ich auch. Das ist ja der Physicians Formula Blush, den ich als Bronzer verwende. Dann habe ich hier noch Essence My Glow Passion. Das ist eigentlich ein Blush bei mir als Bronzer. Und hier habe ich einen Bronzer von W7, den Hololulu Liquid Bronzer. Da wollte ich noch einen Film drüber machen. So, das war das. Dann gucken wir mal weiter. Essence Be My Highlight darf jetzt endlich gehen. Das sind ja die Dinger, die als Eyeshadow angesagt sind, aber für mich astreine Highlighter sind. Nur für mich nicht. Kann gehen. Dann habe ich den Stay Cool Lama Highlighter. Der ist für mich viel zu dunkel. Der kann gehen. Dann habe ich den Highlighter von Miss Lynn. Den finde ich gut. Das ist ein toller Champagnerton. Und ich habe einen Highlighter-Stick von Shimmer-Stick von irgendwas. Den habe ich schon ganz lange. Der darf gehen. Denn ich habe ja meinen Revolution Highlighter, der in meinen Jahresfavoriten war. So, hier geht es jetzt weiter. Hier habe ich einen Blush, der für mich als Bronzer funktioniert und darum kann ich hier rein. Hier habe ich eine Palette von Slake. Moment. Highlighter und Bronzer, so gut wie nie verwendet, darf gehen. Ihr seht, ich bin radikal. Hier habe ich den Beach Please, das ist auch ein Bronzer. Den mag ich richtig, richtig gerne. Er muss weiter nach vorne. Kommt hier rein. Und hier habe ich den Wet n Wild Color Icon, wo ich auch dachte, das ist für mich ein Bronzer. Der ist cruelty free. Ich glaube, ich behalte den erstmal noch. Dann habe ich den Bouncy Bronzer, den finde ich immer noch gut. Und meine zwei Stifte, die ich auch schon seit 2 Jahren habe, aber die mag ich, die bleiben. An den Gesichtspaletten haben wir Kontur von Catrice, behalte ich. Die Wanted to Go Contouring Palette behalte ich. Die behalte ich natürlich auf jeden Fall, Stardust. Dann habe ich die Glow Show von Catrice. Das sind Highlighter, da bin ich mir noch nicht sicher. Und ich habe die Revolution mit den Blushs, da bin ich mir auch nicht sicher. Hier habe ich meine eigen zusammengestellte Palette. Und hier habe ich die Beauty von Douglas, die behalte ich auch erst noch. Also ich glaube, das bleibt so, wie es ist. Bis gleich. Die nächste Schublade, da bin ich mal gespannt. Ja, das sieht so aus. Diese ganzen Stifte hier. Die habe ich mal bestellt, das war so ein China-Shop oder so ein Gedöns. Da sind verschiedenfarbige, die möchte ich mir aber nicht aufs Auge machen, die dürfen jetzt gehen. Dann habe ich immer noch von Douglas dieses Herz, das finde ich süß, aber es liegt nur rum, das darf gehen. Und ich habe die Waterproof Sweatproof Drops, die man halt verwendet im Sommer, kann man jedem Produkt beimischen, die behalte ich. Als nächstes habe ich hier noch Wimperntusche, die original verpackt ist von Wunder Extensions. Das ist jedenfalls eine Mascara. Ach so, ja genau, das war die von Wunder 2. Wunder 2, die war irgendwie sehr teuer. Ich glaube 30 Euro war mal in so einem Paket, die behalte ich. Dann habe ich hier Eyeliner in Silber und in Weiß. Die habe ich schon recht lange, der darf gehen. Den behalte ich erstmal noch, weil ich noch mal so einen ganz kühlen Silvesterlook schminken möchte. Das hier sind meine
Eyeliner, der kommt weg, weil der hat keinen weichen Pinsel. Der hat so einen Applikator, den ich nicht verwenden kann, weil ich es einfach nicht kann. Dann habe ich hier von Catrice den Liquid Liner, den behalte ich. Und ich habe diesen hier, Calligraphy Pro oder Calligraph Pro von Catrice, den behalte ich auch. Das sind die Lippenprodukte, die bei mir in Verwendung sind. Bei mir habe ich noch welche, die ich nicht so häufig verwende. Den können wir gehen lassen, Rival de Loop. Das ist der mit dem Stay Forever. Das ist mir zu trocken und selbst wenn ich den Gloss drauf mache, das darf gehen. Dann habe ich hier von Eustan Lipgloss. Der sieht echt crazy aus, aber der ist gar nicht so unschön. Den behalte ich erstmal noch. Dann habe ich von Love den Lip Volumizer. Den behalte ich. Dieser hier von Eustan, das Lipgloss, darf gehen, weil ich weiß nicht, wie er jetzt schon ist. Dann habe ich hier ein Ölprodukt und davon hatte ich mir ganz viel versprochen und zwar eine gute Lippenpflege. Kommt bei mir nicht so gut, weil das so ölig ist. Das von Essence darf gehen. Hier habe ich einen von Wet n Wild in einer Farbe, die ich nicht so mag, darf gehen. Den hier mag ich sehr, sehr gerne. Das ist der NYX Lingerie. Der darf bleiben und gehen darf auch Miss Rose. Der ist schon älter. Das war das. So, kommen wir mal zum nächsten. Hier sind alle Sachen drin, die ich behalte. Das weiß ich so schon. Guck mal, hier ist ja nichts mehr los jetzt. Ne? Ach, die kommen da wieder rein. Ha, drei Stück nur noch. Die behalte ich alles. Alle. Weil das sind alles Stifte, die Lidschatten machen. Hier habe ich dann meinen Lieblings-Kaja-Stift, damit ich ihn da wiederfinde. Liegt er hier drin. Also das bleibt, wie es ist. Das sind alles Kajal-Stifte, Kohlstifte, alle möglichen Stifte. Die behalte ich, die finde ich richtig schön. Mascara. So, naja. Also gehen darf schon mal. Und das hier, das ist so ein Mega-Clear-Mascara-Öl zum Pflegen oder so. Keine Ahnung. Brauche ich nicht, benutze ich nicht. Dann habe ich von Cat's Eyes Power Curling Mascara darf gehen. Hier habe ich den Booster, der zu dieser Wimperndusche gehört. Das behalte ich erstmal noch. Hier habe ich eine blaue Mascara, die darf bleiben. Das ist meine Manga, die ist schon bestimmt 3 Jahre alt, die darf gehen. Das ist die Volumizing Fibers von Essence, darf bleiben. Meine You Better Work, ich hoffe, die ist bis zum Sommer nicht ausgetrocknet. Hier habe ich von Avril eine braune Mascara, finde ich auch ziemlich gut, behalte ich. Und hier ist eine Waterproof 3-in-1 Volumen, Länge, Schwung. Die will ich noch testen. Die darf bleiben. Bin auch schon wieder ein bisschen weniger. Guck dir das an. Und hier vorne sind die Mascaren, die ich regelmäßig benutze. Das ist Essence, die darf bleiben. Meine zwei Iconista und da sind meine Mini-Mascaren, die natürlich auch bleiben. Also da ändert sich nichts. Mal gucken, ob sich hier etwas ändert. Ach, hier habe ich noch so ein Super Stay-Gedöns. Das habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Aber genau, den habe ich ja relativ neu. Den habe ich mir in der Nordsee. Den muss noch testen. Dann habe ich Trend It Up. Den mag ich von der Farbe her sehr. Dewy for Lips von Catrice benutze ich nie, darf gehen. Meine zwei einzigen Lip Liner, die ich habe. Nur so ist das. Art Deco, neu. Dann von Pixi, neu. Jahresfavorit, bleibt. Den mag ich sehr. Ist auch so ein Volumizer, der bleibt auf jeden Fall. Das ist ein Lip Balm, den ich nie benutze, darf gehen. Das hier ist dieses Trockenprodukt von Trend It Up, was ich ausprobiert habe. Powder to Cream mag ich nicht. Mein Estée Lauder war mein allererster Lippenstift. Der darf bleiben aus vielen Gründen. Das ist Catrice. Das ist der, der in meinen Jahresfavoriten war. Der darf bleiben. Ah, guck, das ist schon wieder weniger. Der hier muss jetzt gehen. Das ist der Travel Lipstick von Rival de Loop, obwohl die Farbe ganz schön ist, aber ich benutze ihn nie. Den machen wir mal weg.
Also die Produkte werfe ich nicht weg. Ich frage bei mir, bei Bekannten, Verwandten. Das hier ist, ja, was ist denn das? Steh ich auf? Will er nicht. Och, Martinut. Aber schöne Farbe behalte ich. Gucken wir mal. Ich habe, der ist von Revolution, ne? Diese Patronen. Dann habe ich den von, ich weiß nicht. Doch, hier steht's. Ach Gott, Kinder. Der Sale, den behalte ich. Bei Lippenstiften behalte ich alle, weil das ist ein schwarzer. Und das hier ist ein knallroter. Also das bleibt jetzt alles, oder? Warte mal, diese beiden. Wet and Wild. Nicht meine Farbe, kann gehen. Nicht meine Farbe, kann gehen. Letzte Abteilung. Lidschatten. So, da geht jetzt. Die von Beauty Glaze, die Perfect. Ich zeige sie euch nochmal. Performt ganz gut, aber die habe ich auch schon länger. Und nun los, geh doch auf, du Vogel. So, ihr seht die Farben, die Konsistenz ist grottig und tschüss. Dann darf gehen die Pseudo Naked Palette, die packe ich jetzt nicht aus, die ist da drin, die darf gehen. Und von W7 meine allererste Lidschattenpalette, wenn ich mich recht erinnere. Sieht auch abgedudelt aus, darf auch gehen, mag ich nicht mehr. Auch gehen darf von Douglas das blaue Quad, das ist einmal geswatcht, nie benutzt, darf gehen. Die hier bleiben alle. Ultra Eyeshadows Revolution, Eyeshadow Palette Revolution. Da hinten habe ich so eine Sammlerbox. Hier darf alles bleiben, ihr wisst, alles scharf. BH Cosmetic, BH Cosmetic, BH Cosmetics, Catrice. Die dürfen alle bleiben. Hier drin, ja, ich weiß es immer nicht, weil diese Städtepaletten von Essence, da sind so Farben drin, die finde ich mal gut und dann finde ich sie wieder völlig langweilig. Moment, sorry, wenn ich hier so rumkrame, aber mit einer Hand ist echt scheiße. So, ja, das ist ja recht kühl und ich denke, deswegen werde ich sie auch behalten, weil ich habe ja immer gedacht, ich mag kühle Farben lieber als warme. Darum behalte ich sie und dann kommen wir auch gleich in den warmen Bereich. Das wäre die, auch mit Blau, darum behalte ich die ja. Die behalte ich auch, weil da sind Farben drin, die ich gut finde. Und diese Palette darf jetzt endlich gehen. Das ist eine Reloaded Iconic Division. Die darf auch gehen. So, dann haben wir hier schon mal wieder ein bisschen Platz und können das so hinstellen. Jo, jetzt haben wir hier Essence. Nee, die darf gehen. Die ist nicht schlecht, aber ich greife überhaupt gar nicht dazu. Dann die Jewel Rock, die bleibt, die mag ich. Und auch die von Catrice, die matt bleibt. Und da habe ich dann auch noch mal die Nude, die bleibt auch. Die bleibt in jedem Fall, ihr wisst, ich liebe sie. Die von Sephora bleibt auch, weil da meine Alltagsfarben drin sind. Ihr seht, ne, die nehme ich gerne zum Setten vom Lid und da bin ich perfekt mit bedient. Die hier, die Spring Palette, die kommt jetzt weg, weil jetzt habe ich genug farbige Paletten. Die ist ja so nix angelehnt oder nachgemacht. Die kommt weg. Dann hätten wir das auch. So, jetzt haben wir hier, die benutze ich zum Beispiel, die Justa auch zum, ja, irgendwas zum Setten. Dann habe ich hier von Miss Lindy. Da greife ich gar nicht zu, obwohl da schöne Farben sind. Die muss weiter nach vorne, definitiv. Dann habe ich von 7, W7 auch diese matten, ja, Setting Crease Farben. Kommt weg. Brauche ich nicht mehr. Die hier kommt auch weg, weil da ist weiß, grau und schwarz drin. Das habe ich auch woanders drin. Von Alverde, die habe ich noch nicht ausgetestet. Die von Sephora bleibt, weil das ist meine. Na, nun komm her. Ich sag euch, ist nicht leicht. Meine Travel Edition. Super schön. Super schön. Und die von Upsalat.
Und die bleibt auch. Die finde ich auch schön vom Bello. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Unordnung gemacht. Ne? Das bleibt unangetastet, weil da ist vieles noch nicht ausgetestet. Hier habe ich meine Love Palette von HT. Haha, die bleibt. Und hier habe ich meine drei Einpaletten. Die bleiben auch. Und ihr seht, so viel habe ich gar nicht. Aber ich experimentiere. Habe ich euch doch glatt eine unterschlagen. Hab ja auch die von Tamtam Beauty noch. Die muss natürlich in die goldene Abteilung. Klar, ne? So, auch das habe ich fertig. Gleich zeige ich euch nochmal, was ich alles aussortiert habe. Und ihr werdet euch umgucken, wie viel das ist. Jetzt guckt sich das mal einer an. Hättet ihr das gedacht, dass das so viel ist? Guckt ihr das an. Der halbe Schrank ist leer. Hammer. Anfang nächsten Jahres mache ich noch mal ein Video über das, was ich alles noch im Schrank habe. Aber hier dürfen sich erstmal meine Töchter und Freundinnen durcharbeiten, ob sie das ein oder andere noch haben wollen. Und was noch neu ist und bei denen nicht so gefällt, weil meine Töchter sind halt auch anspruchsvoll, das werde ich dann vielleicht, wenn es noch nicht benutzt ist, mal in eine Verlosung geben. Und dann habt ihr vielleicht Spaß an den Sachen, weil ich finde, das hat sich echt gelohnt. Und besonders hier in der Abteilung sind viele Primer, BB-Creams, Concealer etc. drin, was man noch gut benutzen kann. Hier sind Puderprodukte, die noch benutzt werden können. Das hier ist so eine Abteilung, wo ich nur meiner Familie anbieten möchte. Aber vielleicht die ein oder andere Lidschattenpalette findet bei euch noch Beifall. Auf jeden Fall danke ich euch, dass ihr zugeschaut habt. Und ich finde, für den ersten Declutter war ich recht ordentlich und konsequent. Tut mir leid, wenn es mal ein bisschen kramig war, weil das Stativ von meinem Handy ist immer noch weg. Ich muss das in der Hand halten, um mit einer Hand zu arbeiten, ist bekanntlich immer recht schwierig. Auf jeden Fall wünsche ich euch was. Macht es gut, ihr zauberhaften Menschen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.